In diesem zweiten Teil der Übungsreihe lernst du Schritt für Schritt dieses Anschlagsmuster auf deiner Gitarre. Dieses Video baut auf dem ersten Teil auf. Wenn dir dieser Teil der Übung noch zu schwierig ist, empfehle ich dir zuerst den ersten Teil dieser Übungsreihe anzuschauen. Spiel mit! MeinGitarrenKurs.de. Das Format für Gitarrenanfänger. Du brauchst neue Saiten, Gitarren oder Zubehör, eine Riesenauswahl an allem, was dein Musikerherz braucht, um richtig abzurocken, findest du in meiner Partnershop. Außerdem unterstützt du mit jedem Kauf über meinen Link in der Beschreibung diesen kostenlosen Übungskanal. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. In dieser Staffel zeige ich dir die gängigsten Anschlagsmuster Schritt für Schritt auf der Gitarre. Jedes Anschlagsmuster wird in mehreren Übungsvideos unterteilt. So lernst du jeden Rhythmus Baustein für Baustein. Wenn du die Übungen in diesen Videos oft genug mitgespielt hast, solltest du am Ende dieser Übungsreihe dieses Muster so gut beherrschen, dass du diese erst mit einzelnen Akkorden, dann mit Akkordwechseln üben kannst. Anschließend kannst du sie für ganze Lieder nutzen. Dazu wird es demnächst ebenfalls Übungsvideos geben. Dort wirst du lernen, mit Anschlagsmuster zwischen zwei oder mehreren Akkorden zu wechseln. Dein Übungsvideo ist noch nicht dabei? Dann lass es mich gerne einfach in den Kommentaren wissen. Spiel mit und schlage deine Saiten im folgenden Rhythmus mit mir gemeinsam an. Runter, runter, hoch, hoch. Die Geschwindigkeit und somit auch die Schwierigkeit werden sich im Laufe des Videos erhöhen. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie weit du gekommen bist. Du kannst diese Übung mit leeren Saiten spielen, das heißt ohne die Greifhand zu benutzen. Das ist eine reine Rhythmusübung. Natürlich darfst du auch einen Akkord auswählen, den du gerne mit diesem Anschlagsmuster üben möchtest. Lass uns die Übung beginnen.
hast es bis zum Ende geschafft. Ich gratuliere, du bist nun bereit für Teil 3. Abonniere außerdem diesen kostenlosen Kanal, um nichts mehr zu verpassen.